weil Uwe Bebersdorf doch sich mit argen Verletzungen plagen musste. Uta Hohenhaus ist die Trainerin. Was können Sie noch ausrichten? Kommen Sie an Pestova Leonovic heran oder nicht? Über den knappen Abstand habe ich vorhin gesprochen. Aber Sie müssen jetzt Höchstform zeigen. Höchstform, hoffentlich ist das drin. Rot gekleidet, La Pericola von Jacques Offenbach, die Musik, die interpretiert wird. Rangehen. Doppelachsel, gut, dass der kam. Der wurde als Schwierigkeit auch heute dringend benötigt. Jetzt erst 2,5 Minuten. Doppelter Lutz. Thank you.
der Schlussspurt. Achtung! Schön! Das war nochmal ein Risiko. Eine weite war ja in diesem Wurfachsel, in diesem doppelten Wurfachsel. Sie landete etwas kompliziert, hat es aber glänzend gemeistert, die Manuela. Vor den beiden. Die Dresdner haben das Bestmögliche geboten. Ob es ausreicht, ist eine andere Frage. Ob sie Dritte werden oder Vierte. Gut war das, sehr gut. Dies erinnert an alle anderen DDR-Sportpaare, die bisher beim Olympia starteten. 64 in Innsbruck waren es Wokök Walter, Brigitte Wokök, Hans-Ulrich Walter als Elfte, Lenz Göbel als 13. Dann 4. in Grenoble 68, Steiner Walter, 9. Müller-Dalmer, Hans-Georg Dalmer, der ein starker Heber war. Und 72 in Sapporo, die erste Medaille für die Paare durch Manja Gross und Uwe Kagelmann. 8. Kanzi Salzmann, auch unvergessen. Und 76 Kermer Österreich, jetzt das Ehepaar Österreich von Dynamo Berlin. Silbermedaille, 6. Stolfig Kempe. Was gibt es diesmal? Welchen Platz? Grüße der Dresdner von Lake Placid nach Haus. Auch an Trainerin Uta Hohnhaus vor allen Dingen. Rechts Irene Salzmann, die sich hier betreut, die Karl-Marx-Städterin. Viele DDR-Sportler unserer Olympiamannschaft sind in der Halle. So Margit Schumann und Ilona Brandt und Mileta Sollmann. Alle drücken mit die Daumen. Das wird eng. 5,5 natürlich vom sowjetischen Preisrichter kann er nicht hin. Das war mir klar hier in dem Falle. Und dann 5,6, 5,6, 5,7, 5,6, 5,6, 5,6, 5,7, 5,7. Anschließend dann Tscherkasowa Schachrei. Aber da werde ich versuchen, ganz schnell festzustellen, ob Marga Beversdorf an Pestova Leonovic herankam oder nicht. Die B-Note 5,4 wieder von Kanonichin und dann 5,6, 5,6, 5,7, 5,5, 5,6, 5,6, 5,6, 5,6.